Aus Sugar Baby Love, das habe ich in den 70er Jahren schon vierstimmig gesungen. Ich korrigiere, ich habe natürlich eine der vier Stimmen gesungen, ich konnte aber alle vier, da war es noch Kinderarbeit. Also wir standen auf der Bühne, da waren wir ja noch Kinder, und da hätten wir um 22 Uhr ja heimgehen müssen, weil am nächsten Tag Schul war. Ne? Also da war man schon ein bisschen überfordert, hat mir jemand gesagt, der auch noch lebt. Aber darum geht es hier nicht, sondern um Vierstimmigkeit. Sugar Baby Love Zitat, da wird ja nicht nur vierstimmig gesungen, ich sag gleich, wer das gesungen hat. Zitat, People, hat einer gesagt, und zwar ohne Ton, atonal, People. I gave you an advice. If you love someone, don't think twice, hat er gesagt, ne? Also vierstimmig, ich konnte alle vier. Mein Bruder war da oft dabei. Da muss man jetzt den Datenschutz nicht so arg belasten. Das kann man ja ruhig wissen. Wir waren ja immer so eine Band damals in den 70er Jahren. Ich war ja der Bandleader oder Guide. Guide ist was anderes. Leader, the leader of the gang. Und der war aus Krötzingen, ne? Der Totengräber. Der Totengräber, mit dem habe ich musiziert. Mit dem Totengräber von Krötzingen. Es ist nicht lächerlich. Der konnte singen und der konnte Falsett gut. Der hat auch irgendwas angehört von den Rubettes damals, hat er das angehört und der konnte dann auch Falsett singen. Die hatten so eine hohe Stimme, so ein Falsetto. Und der mit dem Saxophon, der 2018 verstorben ist, vormals Weilerstadt, am Schluss hat er in Leonberg gewohnt, der hatte nicht nur den Führerschein weg. Über Tode soll man ja nicht Schlechtes reden. Der Führerschein war weg vom SUV. Das weiß jeder. Aber der konnte, wenn er was im Radio gehört hat, Saxophon spielen. Ich habe mitgespielt. Ich kannte das Lied gar nicht. Und Jahre später, postmortem, mache ich das Radio an. Ach, das war sein Sender. Dann bin ich auf den Sender gestoßen, den der tagsüber angehört hat. Dem war ja langweilig und abends hat er Saxophon gespielt. Genau das Lied. Ohne Noten konnte der. Na, dann musste ich bestaunen. Und ich konnte damals auch bestaunen, wo dann der Heinz Geitz hieß der. Ein Profimusiker, der in Skandinavien war, von dem habe ich viel gelernt. In der Zeit, in den 70er Jahren, wo ich angefangen habe zu musizieren, Tanzmusik. Der konnte den Bass singen, aus dem Hut. Ne? Also der konnte Schlagzeug spielen, der konnte auch Bass spielen. Aus dem Hut hat er auch gespielt und auch nach Noten. Von dem habe ich Goodbye My Love, Goodbye, hat er mir beigebracht, in C-Dur oder in B-Dur. Und wenn ich das, kann ich nicht mehr so gut spielen. Also Sie können sich ja das zusammenreimen. Warum kann er Goodbye, My Love, Goodbye nachts als Abschlusslied oder Should All the Queens Be Forgot? Das kann ich alles auswendig. Nehmt Abschied, Brüder. Ungewiss. Also das ist der schwierigste Moment in meinem Leben gewesen. Habe ich schon fünfmal hier ausgeführt, möchte ich jetzt nicht draufreiten. Aber dieses auswendig singen, mehrstimmig, die Bee Gees konnten das gut. Die sind hochgegangen und haben dreistimmig gesungen. Drei Brüder waren das und da sind, glaube ich, zwei schon tot. Und deswegen waren die so berühmt und nicht nach Noten. Aber wenn einer Klavier spielt und spielt besser als ich, ist ja ein Ereignis an sich, das ist ja klar, aber da hat er keine krummen Finger. Aber wenn er praktisch aus dem Hut spielt, Sachen, die ich nicht mal nach Noten hätte spielen können, da habe ich dann schon Hochachtung. So, jetzt komme ich vom Thema ab. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Hier ist auch ein bisschen schattig. Ne? Hier ist keine Heizung, ein bisschen kalt. Ich liege ja hier im Bett. Also man muss nicht ständig im Bett liegen, meine Damen und Herren. Gut, es gibt auch Leute, die dann erkranken. Ach so, ja, das ist mir durch den Kopf gegangen. Das habe ich noch nicht gesagt. Was ist der Unterschied zwischen der Gesellschaft und der Partei? Die Partei an sich ist auch eine kleine Gesellschaft. Eine Parteimitgliedschaft ist ein Kompromiss. Und jeder sagt ja, die Partei und das Programm. Das stimmt sehr wohl. Erstens mal, um was geht's hier? Zweitens, wer verabschiedet ein Programm beim Parteitag? Ich war bei vielen Parteitagen anwesend. Ja. Und was geschieht da? Es ist auch wie eine Gesellschaft oder Familie oder so. Es menschelt natürlich auch sehr. Ich saß mal mit einer Maske in der Pandemie hinter einer anderen Frau, die war da 20 Jahre älter, auch mit einer Maske. Man kennt sich ja auch trotz Maske. Ne? Der Raum war fast überfüllt, da hat man nicht richtig gezählt. Aber das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, das war 2021. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Plötzlich heißt es, stellen Sie sich selbst vor, also wie Rudi Carrell, wenn einer gewählt werden will, muss er halt schon sagen, wer er ist. Ne? Einen Fremden kann man nicht wählen bei einer Partei, das geht nicht.
Das wird vorher ein bisschen abgefragt. Man könnte auch sagen, die Weichenstellung schon vorher nicht öffentlich. Das könnte man meinen. Das kommt einem manchmal so vor und dann knallen irgendwelche Interessen vor der Presse. Das ist immer ganz schlecht, wenn man vor der anwesenden Hofberichterstattung, habe ich mal zu einem gesagt, da war der stocksauer. Der ist heute beim Staatsanzeiger, der Hofberichterstatter. Der Begriff könnte als Beleidigung interpretiert werden, aber der hat nicht geklagt damals, weil er natürlich klug war. Und der war wirklich klug. Ne? Also und deswegen ist er beim Staatsanzeiger Nachfolger von Frau Nussbaum. Ne? Also Spaß beiseite jetzt mal. Der Hofberichterstatter, der war jetzt gar nicht gemeint. Ich habe auch fast den Faden verloren. Ist auch nicht wichtig mehr, ob ich den Faden, den roten Faden, wie einen roten Faden des Musizieren, des Musizierens. Nee, stellen Sie sich bitte selber vor. Ne? Jetzt sagt er, ja, ich bin da Student und so noch. Ich will jetzt da irgendwie im Vorstand und so von der Partei. Und dann stellen Sie sich selber vor, ja, ich studiere noch Latein und Altgriechisch. In Tübingen. Jetzt lache ich schon wieder. Ne? Das kann ich nämlich ein bisschen immer mit PS. Das ist natürlich griechisch, psychisch oder Psyche, die Seele. Ne? Und die Form hat auch gelacht. Ja, die Form, ja, schade, die ist ja inzwischen Mitglied in einer anderen Partei. Schöne Frau, ne? Also, das stimmt tatsächlich, das darf man deswegen auch sagen. Und neulich hat einer gesagt, schade eigentlich, weil wir brauchen auch so eine Art Aushängeschild. Er hat gemeint, darauf kommt es auch an. Es kommt nicht nur aufs richtige Programm an, auf die Zusammensetzung, dass man richtig darstellt, was man will, dass es gehört wird und angenommen wird und Vertrauen dazu da ist, dass diejenige oder derjenige das auch machen kann bei einer Wahl oder so. Das ist die eine Seite. Aber wenn ein Foto, ich mit meinen schlechten Zähnen, völlig ungeeignet, ne? Wer soll mich da noch wählen? Der Mensch oder die Menschen glauben ja, wenn einer schön ist, ist er gut. Ne? Ist wie in der Werbung. Auch manchmal sexistisch. Ne? Also ich kaufe natürlich auch die Seife, wo die schönere Frau drauf ist. Das gebe ich sogar zu. Ne? Warum soll es anders sein? Weil das, wenn die Seife dann in der Dusche liegt und die schöne Frau lacht mich da an, auf dem Papier von der Dusche, das ist mir doch viel lieber, als wenn auf dem Duschgel keine Frau drauf ist. Also das ist nichts, das ist langweilig. Die Kernseife, meine Mutter hat ja noch mit der Kernseife gewaschen, ohne Waschmaschine, mit Hand. So, in den 60er Jahren. Die Kernseife, ja, das habe ich gelernt, aber da war keine Frau drauf, ne? Also die Gesellschaft lernt dazu, aber die totale Digitalisierung, da war ja ein Bericht jetzt, ist auch schon erschreckend, auch in Intimbereichen hat er das dann dargestellt, wie das ist, dass man eben diesen Kontakt, diese physischen Kontakte, physisch auch griechisch, die körperlichen Kontakte zwischenmenschlicher Art, die immer mehr verloren gehen. Ne? Und ich habe dann gedacht, was ist jetzt da mit dem Sex? Ne? Wer sind da, also wir, ne? Ich, ne? Ich will jetzt nicht zu viel verraten, Sie wissen das längst, wie viele Frauen das waren. Ich habe einen Freund gehabt, der hatte also ein Album und da waren 100 verschiedene Bilder drin von Frauen, von jungen Frauen. Da habe ich gefragt, ja, was warst du mit jeder im Bett? Ah ja, hat er gesagt. 3 Sekunden Pause zum Lachen. Nee, das hat gestimmt. Ne? Weil ich habe in Pforzheim musiziert, beim Öxlesfest, regelmäßig, das ist mein Schlafanzug von heute Morgen. Nee, und plötzlich kommt so eine Blonde daher, ne? Und der ist ja gerade extra, ich kenne dich. Und ich, ja, ich kenne dich auch. Jetzt war die von Pforzheim, das war eine von seinen Verflossenen. Also das heißt, da gibt es einen Ausdruck, ich gehe ein bisschen näher ran, Sexsucht, haben Sie es nicht gehört hoffentlich. Ne? Also es gibt es auch, ich habe ausgeführt, es gibt die stoffgebundenen Abhängigkeiten und es gibt die nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten, die vielleicht durch Gewalt bewirkt werden oder durch falsche Verhaltensweisen. Ich habe da jahrelang Vorträge drüber gehalten. Das bist du. Du kennst dich aus. Ne? Ja gut, wenn man sich irgendwo auskennt, heißt noch lange nicht, dass man glücklich wird. Ne? Also wer die Bibel kennt, ist noch nicht bibelfest. Ne? Also bibelfest ist eigentlich nur einer, der nicht die Sprüche macht, sondern der danach lebt. Ne? Also, und deswegen war ich heute unterwegs. 3-mal am Tag die gleiche Strecke reicht aus. Prophylaktisch, ne? Vorbeugend.
10 Minuten sind rum, aber ich spreche noch ein bisschen weiter. Ich war ja noch beim Musizieren in den 70er Jahren. Das heißt, was man als Kind gelernt hat, das sollte man vielleicht im Alter als Rentner vielleicht noch mal wieder probieren. Also das macht einer, mit dem ich auch musiziert hatte, den möchte ich nicht outen, weil die seine erste Ehefrau wohnt hier ganz in der Nähe und die treffe ich auch an. Deswegen ist das dann wieder so eine Querverbindung und am Telefon kenne ich sie auch von den Nachbarn und so. Seestraße. Oh, da war ein KZ in Leonberg in der Seestraße. Deswegen bin ich da Mitglied in dem Verein neben der Autobahn. Unter der Autobahn ist eine Gedenkstätte, da kann man Führung machen, da habe ich auch musiziert und gesungen. Vor der Röhre. Da bin ich Mitglied. Dann können Sie nachlesen, irgendwas auch scheißegal heute. Nee, nicht scheißegal, ist zu derb. Bohlen würde, also Dieter Bohlen. Also, das ist falsch. Wir haben ja gesagt, legal, illegal, scheißegal. Das war ja ein wichtiger Sponti-Spruch, aber darum geht es hier nicht. Also, was war in der Römerstraße? Um Gottes Willen. In der Römerstraße, heute lache ich drüber, aber das ist verheerend. Also das war schade. Das Lachen war auch falsch. Ne? Also ehrlich gesagt, da war noch die alte Autobahn und die Röhre unten durch. Da bin ich dann durchgelaufen, 1995, durch die alte Röhre von der Römerstraße aus, die alte, oder ein bisschen hoch noch, und dann die alte Röhre. Und dann waren wir da war ich sonst nie, im ganzen Lebtag noch nicht. Ne? Ohne jemand zu outen, wer weiß, um was es da geht, der kann, weiß die Story. Inzwischen ist ja grün und es geht um Bebauungspläne und wie fährt die Müllabfuhr rückwärts oder vorwärts. Wenn man da vorher schon durchgelaufen ist, unten drin, ich brauche ja nicht dem Anrufer sagen, was da unten passiert ist in der Röhre, ne? Das will der gar nicht wissen, aber das ist doch scheiße, ihre Story ist da. Ja, das ist wirklich doof. Also, es war zu laut. Auf der anderen Seite war ja die Besenwirtschaft, wo ich gespielt habe. Ne, der Dreck neben der Autobahn. Da war der Garten direkt neben der Autobahn. Dass da man nicht richtig schlafen kann, ist ja logisch. Aber da muss erstmal ein Großkopfer da wohnen, bevor die Autobahn in den Tunnel reinkommt. Und der Tunnel ist auch schweineteuer, der Leonberger Tunnel. Und der OB Kuhn hieß er, glaube ich, mal mit K, aber Kohn mit C. Jetzt kommt die Pointe des Tages. Den kenne ich wirklich persönlich. Okay, kapiert und tschüss.